dann erstmal herzlich willkommen zu unserem letzten Video in diesem Jahr. Denn wir machen eine kleine Winterpause und zwar fangen wir wieder an am, ich glaube es ist der 6. oder so Januar, also nein, stimmt gar nicht, wir fangen erst am 13. wieder an. Richtig. Weil das ist quasi der Sonntag, wenn die Schule wieder angefangen hat und dann haben wir auch wieder genug Zeit nach den ganzen Feiertagen uns in die Videos zu stürzen. Richtig, ihr kennt das ja selbst, dass das alles ein bisschen stressig zu dieser Zeit ist und wir merken es auch ein bisschen an unseren View-Zahlen, dass ihr nicht immer Zeit habt, die Videos zu gucken. Ich hoffe, es liegt daran. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, nach dieser Winterpause gibt es dann ein ganz großes Making-of, wo wir quasi einen Blick hinter die Kulissen gewähren und verschiedene YouTuber zu Wort kommen lassen, wird eine große Sache und könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau, richtig. Und natürlich haben wir euch auch was erzählt von unserem Wichteln. Das wollen wir euch dann am besten jetzt zeigen. Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es geht darum, dass jeder von uns einen Film aus seiner Sammlung genommen hat, der möglichst schlecht ist. Also eigentlich eher Schrottwichteln. Genau, richtig, eher Schrottwichteln. Und den schenken wir dann unserem Gegenüber. Ja. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, genau. Viel Spaß. Bitteschön. Auch noch so schön verpackt hier. Der Melle sich ja richtig Mühe geben. Jetzt muss er wenigstens von außen schön aussehen, ne? Ich glaube, das ist eine DVD. Ja, eine Blu-ray kannst du ja nicht abspielen. Noch nicht. Ist auf jeden Fall kein Steelcase. Das wäre ja auch schön. So gefährlich, sexy Boys. Zeig doch mal die Kamera. Okay. Ew. Folgendes dazu zu sagen, ich habe mir erst den ersten Teil von American Pie gekauft und da war der irgendwie gratis in einem Double Book dabei, weil die den anscheinend sonst nicht verkauft gekriegt hätten. Hm, okay. Okay. Immerhin ist ab 12, aber hier hinten lächelt einen schon ein Arsch an. Ja. Gut. Ich bin gespannt. Na, wenigstens ja nur 88 Minuten lang. So, ich habe meinen Film natürlich auch schön verpackt und das auch richtig stilecht, wie es sich zum Schrottwichteln gehört. Oh, Alufolie. Nein, in Küchenpapier. Nee, in Klopapier, denn der Film ist richtig scheiße. Auch mit Walen ist ja schön. Ja, ne? Was bist du denn? Okay. Der Film nennt sich 18 Fingers of Death, eine Kung-Fu-Komödie mit Leuten, die ich nicht kenne, aber das Interview von Jean-Claude Van Damme drauf. Wobei ich auch nicht weiß, warum das Interview von dem da drauf ist. Ja, zur Story, also ja. Die Geschichte hinter dieser DVD ist, ich habe mir mal den Film Kung-Fu Hustle gekauft, fand den ziemlich cool. Und habe danach Alternativen geguckt und unter anderem über 10.000 Umwege bin ich auf diesen Film gekommen. Hab's aber nie wirklich ausgehalten, den Film länger als, weiß nicht, 10, 15 Minuten zu schauen. Merlin freut sich. Schön. Ja. Ja. Kritik folgt dann zumindest, ja, mit denen komplett zu gucken. Ja. Ja, interessant. Ich werde es mir irgendwann mal in einem deliriumartigen Zustand angucken. Ich mag ja eigentlich Kung-Fu-Filme, aber das scheint irgendwie anders sein. Und das Schöne ist, er dauert nur 87 Minuten. Das freut mich. Ja. Ja, schön. Kommt in meine Sammlung. Ja, was anderes bleibt hier auch nicht über. Ist das ein asiatischer Metzger? Keine Ahnung. Ja, und da sich das Jahr jetzt so langsam dem Ende neigt und wir natürlich euch total dankbar sind und es Weihnachten ist und die Zeit der Liebe, des Lebens und sonst solcher schönen Sachen, haben wir uns gedacht, dass wir euch etwas schenken. Ein kleines Gewinnspiel, man darf ja nicht einfach so etwas verschenken. Und damit ihr ein bisschen flexibel seid, dachten wir, wir schenken euch einen 20-Euro-Gutschein von Amazon. Oder Amazon, wie das so schön in der Werbung ist. Keine Ahnung. Was ihr dafür machen müsst, ihr schreibt einfach unten in die Kommentare, ich würde mit dem Gutschein, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt schreiben, ich würde mit dem Gutschein mir den Hintern abwischen, ich würde mir mit dem Gutschein sonst welche Filme kaufen oder irgendwie solche Sachen. Und unter allen Leuten, die da teilnehmen, wird dann halt ausgelost. Ganz wichtig, jeder bekommt nur eine einzige Stimme. Das heißt, ihr könnt natürlich mehrere Kommentare schreiben. Aber nur einmal, ich würde mit dem Gutschein das und das machen.
Wir sehen uns dann erst im nächsten Jahr, damit die Wartezeit nicht so lange ist. Verlinken wir euch wie immer hier unten irgendwelche Videos von euch. Und da natürlich auch. Richtig. Und wir sehen uns.